jetzt nicht. So, ich bin schon wieder eine ganze Weile am Marschieren, allerdings parallel zur Schwarzwaldhochstraße. Das heißt, die ganze Zeit sind irgendwelche Autos und Motorräder zu hören. Naja, ist halt so. Mein nächstes Ziel ist Ruhestein. So, wo geht's jetzt lang? Eigentlich geradeaus über die Straße. Ist das ein Weg? Ja. Man muss sagen, der Westweg ist ja wirklich super ausgeschildert. Überall an fraglichen Stellen findet man die Markierung. Klasse, braucht man eigentlich gar keine Karte oder GPS. So, für mich geht's auf diesem Weg weiter. Dann kann man hier schon den Weg um den Berg erkennen. Ja, da habe ich noch ein paar Kilometer vor mir. Auf geht's. Ich mache jetzt hier eine kleine Pause am Orkan-Lothar-Gedenkstein. Von hier aus hat man einen wahnsinnigen Ausblick. Ich war ja gerade eben am Gedenkstein vom Orkan Lothar und hier sieht man sehr schön, was der alles angerichtet hat. Die ganzen Stämme, die hier noch so rumliegen. Ich bin jetzt richtig froh, dass ich endlich wieder im Wald bin. Denn so in der prallen Sonne, das ist richtig anstrengend. Und hier habe ich immer ein bisschen Schatten. So ist das Ganze viel, viel angenehmer. Und jetzt habe ich hier durch Zufall eine Gedenktafel zum Ersten Weltkrieg gefunden. Wusste ich gar nicht, dass sowas hier mitten auf dem Berg steht.
So, hier hat es auch wieder allerhand Gedenksteine. Hier unten kann man den Wildsee erkennen. Da werde ich allerdings nicht hingehen, denn ich müsste gleich wieder bergauf. Und das ist mir einfach zu anstrengend heute. Wenn ich mir den Sisselift hier so angucke, wünsche ich mir fast, dass der auch im Sommer an wäre, denn ich muss hier runter und es wird ein ziemlich steiler Abstieg. Und dann bin ich hier in Ruhestein. Ja, hilft nichts. Auf geht's ins Tal hinunter. So, hier drüben kann man die Serpentine noch erkennen, die ich runtergelaufen bin. Und ich bin jetzt schon wieder ein gutes Stück auf der anderen Seite nach oben unterwegs. Ich bin jetzt hier auf dem Schliffkopf. Jetzt habe ich noch so 4 Kilometerchen circa. Dann bin ich für heute fertig mit meiner Etappe. Denn so in der Sonne, das schlaucht schon ganz schön. Ich habe zum Glück noch genug Wasser. Also alles kein Problem. Aber man merkt's. So, was ist das hier für eine Konstruktion? Aussichtsplattform. Steinmäuerle.